Hallo, ich bin Erich Benisch, Medienpädagoge im Projekthaus Potsdam und habe ein Projekt vorgestellt, das heißt Mediatrike. Darüber ging unsere Session. Dieses Mediatrike ist tatsächlich ein Lastenfahrrad, das aufgebaut wird mit Medienmodulen aller Art und das wir mit Kindern, Jugendlichen und Flüchtlingen bauen. Wir tun das mittlerweile recht erfolgreich, wir tun das mittlerweile multimedial. Wir machen mit diesem Gefährt Radio, Fernsehen, Filmarbeit, neue Medien, unterschiedlichste Projekttypen in mehreren Teams. Das wächst sehr dynamisch, besonders der Bereich der Flüchtlingsarbeit. Ja, und darüber ging die Vorstellung und die Diskussion, denn es kamen dann alle möglichen Nachfragen. Ja, wie macht ihr, wie geht das technisch mit dem Fahrradbau, wie sind die Rechtsfragen mit den Flüchtlingen, wie kommt ihr in die Schulen, in den Unterricht rein, was müsst ihr alles beachten, wer macht so mit, in welchen Formen. Und naja, also wir haben gemischte Teams aus Flüchtlingen und Deutschen. Und immer irgendwelche Fachkollegen aus dem Medienbereich, Fotografen, Fernsehleute, Radiomacher bin ich selber, Printleute, alle möglichen Medienberufe. Und die sind sowohl bei Deutschen als auch bei Flüchtlingen verbreitet und leiten dann eben Jugendliche, sowohl Deutsche als auch Flüchtlingskinder an, hier gemeinsam dieses Projekt aufzubauen, Mediatrike. Es gab viele interessante Nachfragen dazu.